Ja, ich bin auch nicht Konrad, das habt ihr auch aus Facebook falsch kopiert. Also ich bin Prinz William eigentlich. Nee, stimmt nicht. Ich bin Konrad. Vielleicht kennt ihr mich. Ich mache hier den Tanzkurs an der Tanzschule. Montags, wer noch Lust hat, kommt vorbei. 20 Uhr. Wir sind eigentlich ganz lieb. Ja, ist voll krass für mich, hier unten zu stehen. Gerade weil vor mir alle so gut vorgelesen haben. Wenn ihr meinen Text kennen würdet, den kennt ihr jetzt noch nicht, aber... Wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr, was ich jetzt gerade gemeint habe. Ja, der handelt von meinem Buch, das ich noch nicht geschrieben habe und noch nie schreiben werde. Legasthenie, Leben mit der Leserechtschreibschwäche. Jetzt wisst ihr auch, warum ich es nie schreiben werde, weil... mit Leserechtschreibschwäche ist das schwer. Ja, ich lese aus meinem Kapitel Geschichtsunterricht vor. Der Tag fängt schon schlecht an. Diktat 5. Das ist mein Leben. Danach kommt noch der Pizza-Vorfall. Wo soll ich denn noch wissen, dass Pizza nicht mit TZ geschrieben wird? Spricht sich doch genauso wie Katze, Fratze, Kotze, Rotze oder... Frotzeln steht hier. Frotzeln. Entschuldigung. Ach, nur weil es aus dem Italienischen kommt? Die geben ihren Männern auch Frauennamen. Andrea Pirlo. Mafia und Bunga Bunga schreiben sie dann wieder so, wie man spricht. Da steht er vor mir. Graue Haare, obligatorische Halbglatze, Brille, spuckt beim Reden. Geschichtslehrer halt. Natürlich bekomme ich bei Prüfungen eine Note schlechter. Rechtschreibabzug. Da er das ja nicht lesen kann und Rechtschreibung ja zum Leseverstehen dazugehört. Keine Ahnung, was das mit Geschichte zu tun hat. Vielleicht wurden Schüler schon immer gequält und erniedrigt und da gehört das zur Strafe quasi zur Tradition der Geschichte. Ich kann meine Schrift auch nicht lesen, aber er ist Lehrer, wofür der bezahlt. Es kam, wie es kommen musste. Seite 27.000, Lisa, lies bitte den ersten Abschnitt vor. Was hat Vorlesen denn mit Geschichte zu tun? Beim Vorlesen springen plötzlich Buchstaben in die Wörter, die da gar nicht hingehören. Die Bastarde tauschen auch manchmal gerne die Plätze. So ganze Wörter verschwinden und tauchen an anderer Stelle wieder auf. Beim Sprung in die nächste Zeile finde ich oft nicht die richtige. Sprung in die nächste Zeile finde ich oft nicht die richtige. Und am schlimmsten ist es, wenn ich dieselbe Zeile zweimal lese. Zum Glück habe ich in Situationen wie dieser einen Notfallplan. Schritt 1. Zähle alle Personen, die vor dir dran sind. Schritt 2. Zähle alle Zeilen, die noch zu lesen sind. Schritt 3. Lerne den Text, der dir aufoktroyiert ist, auswendig. Wie viele verdammt coolen Menschen mit schlechten Noten sitze ich hinten in der letzten Ecke. Dieses strategisch immens wichtige Arrangement ist kriegsentscheidend in Situationen wie diesen. Statistisch gesehen ist es selten, dass eine Person aus der letzten Reihe als Erste zum Vorlesen verdammt wird. Vorletzter Abschnitt. Es hat leider nicht gereicht, um gar nicht vorlesen zu müssen. Aber man kann ja nicht immer Glück haben. Man kann nicht immer Glück haben. Die Arena ist bis auf den letzten Platz belegt. 25 Schüler und ein Lehrer. Ein nach dem anderen wird zum Vorlesen verdammt. Mittlerweile weiß der Pöbel auch ganz genau, wer gut und wer schlecht vorliest. Diesmal habe ich Glück. 3 Sätze und nur ein Fremdwort. Spektakulär. Warum wird es denn nicht mit CK geschrieben? Speck ist doch der absolute Superlativ. Gut, besser, Speck. Woher kommt eigentlich immer dieses F in den Wörtern? Bei dreimal gehört das ja zu meinem normalen Lesestil. Da schummelt sich ja immer irgendwie ein Buchstaben in die Wörter. Der Text ist in Altwolf verfrifft geschrieben. Wer zum Henker denkt sich sowas aus? Können die Leute nicht einfach ausgepeitscht werden? Bei dieser altdeutschen Schrift sieht das S wie ein F aus. Wo liegt denn der Mehrwert für den Geschichtsunterricht? Vielleicht muss ich doch auf Schritt 4 zurückgreifen. Nein,
Es sind ja nur 3 Zeilen. Schritt 4 ist nicht nötig. Schritt 4 ist noch nicht nötig. Okay, Konzentration. Die Zeit rinnt mir durch die Finger. Wie eine Lawine kommt es auf mich zu. Einer nach dem anderen muss vorlesen. Ich nehme den Text, durchlesen und die schwierigen Teile merken. Wo ist der Satz zu Ende? Und die Kommata sind keine Punkte. Das Fremdwort wird leise vorgeflüstert. Muss aber leise sein. Keiner darf es mitbekommen. Keiner darf es mitbekommen. Das wäre mein gesellschaftlicher Ruin. Und lies langsam vor. Je schneller ich vorlese, desto schneller ist es vorbei. Aber auch bauen sich Fehler ein. Endungen und Pausen verschwinden und keiner versteht was mehr den Inhalt. Dadurch wird die Klasse unruhig und es wird noch schwieriger vorzulesen. Halt, stopp! Was ist das? Bettina, lies bitte den nächsten Abschnitt auch noch. Mir ist sofort klar, was das bedeutet. Ich muss den letzten Abschnitt lesen. Ein Monstrum, ein Ungeheuer von 7 Zeilen und 8 Fremdwörtern. Wer schreibt sowas? Unmöglich, Schritt 4 ist unumgänglich. Die Vorleserbiene ist zu weit fortgeschritten. 4 Personen vor mir. Ich habe keine Zeit, dieses Stück auswendig zu lernen. Schritt 4, Toilette. Verpiss dich, Konrad. Ein Moment. Mein Abschnitt hatte doch auch nur 3 Zeilen. Thomas muss meinen Abschnitt lesen. Und Andi, mein Nachbar, das Monstrum. Ich bin raus. Party ist angesagt. Jetzt kann ich mich endlich auf den Inhalt konzentrieren und zuhören. Meistens muss ja der nach dem letzten Vorleser das Ganze interpretieren. Doch was ist das? Ja, das bringt mich ganz raus. Was passiert da? Ich fühle mich wie Kate Winslet beim Untergang der Titanic. Halt, Thomas. Komm zurück. Komm zurück. Jack. Thomas ist unterwegs auf die Toilette. Als der Lehrer nicht guckt, erkenne ich ein diabolisches Lächeln, als er zur Tür rausgeht. So ein Mensch ohne Rückgrat. Er kann doch vorlesen. Er kann doch vorlesen. Warum geht er und lässt mich zurück? Und warum darf man als Mann nicht zu zweit auf die Toilette gehen? Schritt 5, stell dich tot. Ach nee, Schritt 5 hebe ich mir was Wichtiges auf. Der ist für den Deutschunterricht reserviert. Dann lese ich halt Scheiße vor. Ey, bleib weg, das ist so schon angestrengt genug hier. Also, stell dich tot. Nee, doch nicht. Das ist kein Deutschunterricht hier. Lese ich halt Scheiße vor, da müssen wir dann alle durch hier. Legasthenie ist eine Behinderung und die kann man nicht heilen. Ich werde wohl nie vorlesen können vor so einer großen Gruppe. Dein Applaus!